herzlich willkommen wieder mal in APG. Er ballert schon wieder direkt zum Start. Na, ihr wisst schon, wer das ist. Komm, sag mal. Namen, Leute. Der verrückte Cowboy. Ja, als erstes hatten wir uns vorgenommen, bei einem unserer vielen Abonnenten zu bedanken. Und ihr auch seinem Tipp gleich mal nachzugehen. Thomas Rutter hieß er, genau. Er hat uns einen ganz tollen Tipp gegeben. Jawohl. Bei eins unserer Videos. Und zwar, dass wir bei den NPCs hier, dieser netten Dame und allen anderen, aber immer nur bei einen Eid schwören können. Und wenn wir diesen Eid schwören, wir machen das mal hier UF mit F. Unten rechts seht ihr Eid schwören. Machen wir mal. So, jetzt haben wir es wohl leichter, bei ihr die Sachen frei zu spielen. Und spielen halt erstmal direkt bei ihr den Kram frei, den wir hier so drinnen sehen. Jawohl. Weiß nicht, ob das jetzt hier die Kaufenleiste ist oder hier diese Leiste, werden wir nachher merken. Aber wir haben jetzt mal ein Eid geschworen. Du kannst T einmal drücken für Tutorials. Ah, hab ich. Da siehst du ja, glaube ich. Nee, sehe ich jetzt nicht. Ich dachte, da tauchen die jetzt auf. Die neuen Quests. Nö. Nee, dann tauchen sie. Achso, nee, später aber. Create a Symbol und Perform. Okay, ich werde jetzt erstmal K drücken, damit wir hier auch eine Mission kriegen. Wir wollen ja ein bisschen was machen. Jawohl. So, erstmal besten Dank an Thomas. Ne? Wie du siehst, wir kümmern uns drum. Wir arbeiten dran. Richtig. Was die Leute auch, glaube ich, noch gar nicht gesehen haben, ist, dass wir uns noch ein bisschen umgestylt haben. Vor allen Dingen ich habe mir mal das Auktionshaus gestürmt und habe mal mein schwer verdientes Geld da reingesteckt und habe mir mal ein bisschen Kram gekauft. Kann ich nur empfehlen, die Preise sind okay. Wenn ihr es jetzt nicht ganz, ganz besonders und explizit haben wollt, aber so eine normale schussfeste kugelsichere Weste oder hier die Knarre am Bein, das kriegt ihr da ganz günstig. Ja, während du palaberst, habe ich den Zuschauern einmal gezeigt, dass ich noch nicht losziehen kann mit meinen paar mickrigen Mäusen. Wie soll ich fahren? Willst du das wirklich? Thanks for doing this. Feels good, huh? Warum nicht? Ready, steady, go. Ja, ich meine, das ist dein Auto. Gut, ich kann es nicht beschädigen, das wissen wir ja inzwischen. Richtig, ich kann mir immer wieder neues holen. Okay, achso, Mission läuft schon, dann mal los da. Jawoll, Sir! Zack, zack, hier! Hey! Ja, zack, zack, dann hättest du lieber fahren sollen, weißt du. Ne? Ja, aber dass ich fahren kann, beweisen wir euch demnächst auch noch in einem neuen Spiel. Mehr wird noch nicht verraten, demnächst kommt nochmal wieder was Neues. Und da geht's auch scharf zur Sache. Jetzt steigt ihr hier aus. Ja, ich glaube, dass du da hingefahren bist, habe ich schon so gefunden. Ja, ich habe statt 30 Meter auf 300 gelesen, muss ich zugeben. Ja, gut, ich bin auch. Kannst du Not ja schon zu Punkt A fahren? Achso, bist schon hier, okay. Ich gebe dir Rückendeckung. Du kennst das hier doch, ne? Wir wurden in Momenten erschossen, wo man sich der Sache schon sicher war. Und dann war da doch noch einer. Du läufst? Nö. Nö. Ja, genauso faul wie ich, der Fanny. Jeden Fall. Zack. Ah, die ersten Schüsse fallen schon wieder, aber die galten, glaube ich, nicht uns. Na, da wäre ich mir ganz ehrlich gesagt nicht ganz so sicher. Ich glaube, wir müssen da irgendwie bauen oder was. Das könnte gut sein. Ja, die Richtung sieht auf jeden Fall gut aus. Ich spring raus. Also roll weiter. So, hier ist eine Treppe, aber ich nehme die Abkürzung, weil ich will auch was überprüfen. Nein, komm hier. Ach, hör doch auf. Genau, geh doch weg. Hör doch auf. Immer wieder drücke ich drauf. Ja. Zack. Ja, was ich euch mal nebenbei noch so erzählen kann, wenn der Mac unter seine Fotos macht. Ich habe mal ein bisschen mir nochmal so ein Bad Guy gemacht, um das auszuprobieren. Und da gibt es wirklich andere Missionen. Also ist wirklich ganz nett. Man kann Passanten auf der Straße überfallen und ausrauben. Und man kann auch Autos klauen und abliefern. Alles Vorteile, die wir hier nicht genießen. Es gibt sehr, sehr wenig Geld dafür, dass der Aufwand nicht so richtig rentabel ist. Ja, da sagt man doch immer, Verbrechen lohnt sich, oder wie war das? Richtig. So in etwa. Ich habe das gerade falsch interpretiert. Na gut. Ja, ich baller hier mal hoch und dann scharf rechts. Von an. Ja, doch. Aber wir entfernen uns schon wieder sehr stark, ne? Ja, muss einmal links rum. Danke. Du hast übrigens oben links so eine Art Sterne, siehst du das? Sie. Daran siehst du, wie gut du bist, sag ich mal, mehr oder weniger, weil es gibt natürlich einen besonders guten Polizisten immer in der Stadt und einen besonders schlechten Kriminellen. Als Krimineller, wenn du die Leute abknallst, kriegst du diesen Ruf ganz schnell zusammen und ich weiß nicht, was wir so tun müssen, damit wir besonders gut werden. Also ich sag mal so, ich bin noch gerade so im Mittelfeld. Ja, du startest glaube ich immer mit Stufe 2, das ist auch ganz normal. Und wenn du aber sehr, sehr gut bist und jemand anders knallt dich ab, kriegt er dafür eine besonders hohe Belohnung. Andersrum, wenn du einen Gangster erwischt, der Stufe 5 hat. Okay, jetzt wurde der auf uns angesetzt. Ja, ich habe mich noch nicht hochgelevelt, ich bin noch auf der Standardstufe 2. Ja, das geht von ganz alleine hoch und runter. Als Gangster ist es halt sehr, sehr leicht, das hochzukriegen und auch nicht sehr schwer, das wieder runterzukriegen. Du musst die Tasche hier mitnehmen. Ja, okay. Dafür bist du doch dabei.
Ich klopfe die Tür auf, du schleppst die Tasche. Ja, das Problem ist, dass der mit der Tasche nicht schießen kann und ich ja weiß, wie deine Schusstalente in dem Spiel sind. Ja, ja. Oder hast du heimlich geübt? Ja, ja, nee, ich bin mit anderen Projekten beschäftigt. nee, ich weiß auch nicht. Das war auch schon bei GTA so damals. Da habe ich auch immer auf die Fresse gekriegt. Ich spiele ja gerne Shooter, aber in dieser Third-Person-Perspektive komme ich damit nicht so gut klar. Das stimmt. Okay, da kommt der Gegner. Pass auf. Ja, lass ihn kommen. Wir machen ihn genau die Liege. Oh, da. Wow! Ja! Okay. Warum hast du keinen Porsche? Sondern diese lahme Krücke hier, bis die mal losfährt. So, dann auf zum Ablegeplatz, wenn sie uns da nicht schon erwarten. Ja, guck du mal bitte hinten, Rückspiegel, ich kann ja jetzt schlecht. Ja, er verfolgt uns, der Fette. Panzerwagen verfolgt uns, ja. Aber der ist relativ langsam. Also. Also wirklich einen Rennwagen hast du dir auch nicht gekauft, aber na gut. Das Problem ist eigentlich nur, dass man ihn relativ schwer um die Kurve ziehen kann. Wenn man nicht vom Gas gibt. Da ist alles Punktsache. Da waren ja, um, aber ich weiß nicht, wie du fährst. Ja, hast du mich. Im Wagenleben gehst du vom Gas. Ich immer Vollgas, immer Vollgas. Komm, wir laufen ab hier. Ich kann nicht rennen. Ah, der macht ja. Was? Ich kann mit der Tasche nicht rennen und werde jetzt gleich Folie vor dem LKW umgerufen. Ja, dann lass mich aussteigen. Nein! Oh, nein, Scheiße! Nein! Hast du es geschafft? Bist du weggekommen? Ich bin abgehauen mit dem Auto, bin jetzt hier in so einem Graben. Oh, ich riskiere hier mein Leben. Ich denke, du liegst da im oder sitzt da im Auto. Ich muss raus und denke, ich muss den Typ da wegballern. Was macht er? Er ist weg. Ja, Leute. Das ist auch einer der Gründe. Ich bin am Ablegeplatz. Ja, super. Und habe abgelegt. Ja. Einen Schritt weiter. Finde ich geil. Ich auch. Also an unserem Teamwork arbeiten wir noch, aber ich glaube, das ist gerade so unserer Charme, dass wir meist irgendwie gegeneinander arbeiten, selbst im Team. Jawohl, ich sehe dich schon. Also erst lässt er mich der Mutterseele allein im Auto zurück und rennt um sein Leben und kommt mir dann hier mit Teamwork. Rennt um sein Leben, ja. Hm. Okay, da hinten gibt es Sachen, die wir aufpicken müssen, da werden wir wahrscheinlich schon erwartet werden, aber gut, was soll's. Du kannst beschlagnahmen ja mal uns mal ein Auto. Ja, du fährst. Can't you take someone else's? Ja, dann wollen wir mal gucken. Richtig, wollen wir doch mal gucken. Da ist ja ein Zeppelin, das sehe ich das erste Mal. Gab's doch schon mal. Komm, Meter noch. Ja, pass auf. Ich bin ja im Zweifelsfall immer für die Variante inzwischen übers Dach. Da ist auch eine Kamera da oben, aber ja. Da. Okay. Ist denn das, was wir abpicken müssen? Boah! Ich wurde abgepickt. Gott, ich hab dich gerecht. Alter, aber was geht denn? Nicht das an ich sehe das, was wir abpicken müssen, immer noch nicht. Nee, die Weste hat wirklich nur stylische Effekte. Die hat noch nichts gemacht. Ich glaube, wir müssen auch in das Gebäude mal auftreten hier. Ja, ich habe jetzt wieder so eine blöde Tasche. Ich hoffe, ja, die muss ich wieder so beschissen tragen. Ich bin jetzt wieder wehrlos. Schnapp mir also nur ein Auto und verzieh mich von hier, wenn es geht. Ja, ich sehe dich. Ich werde mich jetzt mal dem anderen Punkt nähern, weil ich bin mit Rennrad nah dran, wenn ich jetzt ankomme. Die fahren ja Autos. So, ja, das sieht aber gut aus. So. Ja. Boah! Ja, ist vielleicht gar nicht schlecht, wenn die Jungs sich mit dir beschäftigen, dann kann ich hier mal in Ruhe zum Pickup latschen. Weil die cruisen hier tatsächlich hinterher. Ich hab sie gerade gesehen. Ja, ich verstecke mich hier gerade mal ein bisschen. Ja, ich bin hier in auf ziemlich... Auf Sound des Motors her, wenn ich hier auch... Oh, shit! Es sind gleich zwei. So, einen habe ich wieder kalt gemacht hier bei mir. Ja, fantastisch. Ich habe die zweite Tasche, aber ich fürchte, wir werden gleich diverse Jungs antanzen und mir sich streitig machen wollen. Ja, ich habe ja, zwei Autos schon gesehen. Ich bin jetzt hinten raus. Ich werde mir probieren, eine Karre zu schnappen. Und hier wegzukommen. Na, sauber, Magnum. Okay, müssen wir jetzt zur Enemy Base? Ne, zur Team Base, ne? Abliefern. Ah, jetzt sehe ich's. Okay. Ich muss erstmal gottverdammt irgendwo hinkommen, wo es ein Auto gibt. Ich bin nämlich auf einer Straße, wo jemand gar nichts los ist. Da hinten in weiter Entfernung steht ein Taxi. Jawohl, und mein persönlicher Lieblingsrennwagen. Das Problem ist nur, der Typ ist ja trotz seiner muskelpackten Körperbaustatur hier extrem langsam unterwegs, ne? Ja. So, wenige Meter trennen mich vom Auto.
Aber auch das heißt man nicht. Oh. Jetzt raus da, zack. Hey, Regressa Melone, okay, ich bin auf Firina unterwegs. Wir haben noch ein Pickup-Punkt. Willst du die Wahl? Ich mache mich selber auf den Weg zum Abliefern, ja. Weil ich kann ja mit der Tasche nicht schießen, nicht tragen. Ich werde die auch verfolgt. Wo ist denn Abliefern? Ich hatte es eben irgendwo gesehen. Ja, alles klar. Ja, ich brauche ein neues Auto. Bist du zu Fuß unterwegs? Hier, nein, im Auto. Hier. Ist ja geil. Ich muss bei dir abliefern. Was? Ah, warte, ich gucke. Ich hab den Rix da nicht. Ah, ich hab keine Munition. Jawohl, du hast ihn gekriegt. Los. Ja, das zweite oder dritte Mal schon. Spring rein. Am Sack. Da hinten explodiert was. Wir sollten weg. Gut. So, abliefern. Du kannst bei mir abliefern? Ja, mein Abliefersymbol bist du, oder ist das Auto? Ich weiß es nicht. Hier steht Abliefern bei dir. Ja, tut sich was? Wir werden wohl in die Teambase müssen, denke ich mal. Mann, jetzt gerade, wir kennen so langsam die meisten Missionen, aber läuft immer noch nicht mit uns hier. Warte mal, die Teambase ist da hinten. Guck mal nach hinten. War das einer von denen? Ich glaube schon, ne? Nee. Mal nicht rot. Sicherstellen, da ist es doch. Ja, du läufst und fährst drauf zu. Sehr gut. Nee, den müssen wir noch mitnehmen. Das noch... Ach, wir müssen die Kiste da mitnehmen oder was? Nee. Wirklich, fahr mal hin. Irgendwas müssen wir da sicherstellen. Wahrscheinlich haben die was, was wir haben müssen. Weil das scheint ja in deren Basis zu sein. Ja, oh, da ist die. Das Auto muss man sicherstellen. Meine Tasche. In meinem Auto hoffe ich. Ah, der kommt! Der läuft mit der Tasche! Ja, der hat mich erwischt. Ja, mit dem Auto wurde ich gerade überfahren. Jetzt ist die andere Tasche auch weg. Die Tasche liegt hier aber. Ach, er kann ja nur eine aufnehmen. Richtig. Scheiße. Da muss ich hier weg. Ich sammle dich gerade ein. Jedenfalls müssen wir die Tasche wohl in unsere Basis bringen, denke ich mal. Ja, die liegt da auch nicht noch. Ja, aber da liegt noch was. Pickup. Der Typ war da auch in der Nähe. Guck, die haben Da läuft er. Er läuft ganz verwirrt durch die Gegend. Egal, schnapp die Tasche. Da ist er. Ab zur Teambasis. Damit wir den Kram hier mal irgendwo loswerden. Die beiden haben ja anscheinend irgendwas abgeliefert. Oh, ja, die wollen uns abliefern. Das Problem ist, wir kommen. Da ist er. Siehst du? Ja, das soll da sein. Wir müssen auch was abliefern. Ich bin die Jungs. Ja, aber wir können doch nicht schießen. Nee, aber wir können ja wegfahren. Aber auch nicht mehr lange mit der Kiste hier. Die macht schon komische Geräusche. Ja, ich fahre auch nur. Ich habe den Finger schon auf F, um auszusteigen, bevor es in die Luft geht. Ah, alles klar, es ist soweit. Ja, yeah, die Flitsche fährt ganz gut. Oh, los, sei nicht so freundlich, die kommen mit dem Auto. Steig schnell ein. Schnell. Mach das! Oh, Scheiße! So, jetzt jawohl. Stress. Nein, ich bin ausgestiegen. Warum steigst du denn aus? Ich wollte mich aus dem Fenster lehnen. Scheiße! Kannst du doch nicht. Die Zeit läuft ab, auch das noch. Ja, wenn die Chaos-Kopf sind wieder unterwegs. Ah. Ja, traurig. Ja, ich habe es gut gerissen, aber... Ja. Aber am Ende doch versagt. Ja, drück mal gleich wieder K, es kann ja nur schlimmer werden, wie immer. Schlimmer geht nimmer, bei uns schon, ne? Ja. Kontaktstufe erhöht. Jo. I really believe in giving something back to the city. I guess als Gangster würdest du übrigens hier Autos abliefern, wird für die Karre dann ein paar Dollar kriegen. Wir haben eine neue Mission. Oh, warte mal. Ja, die packen uns die neue Mission. Aber jetzt zeige ich dir mal, dass mein Auto fahren kann. So,
Wunderbar. Wo müssen wir überhaupt hin? Dahin. Und deine Lieblingssirene? Ich finde die voll geil. Doch so schön, wenn man keinen Koffer in der Hand hat und sich auf die Fenster lehnen kann. Ah, ehrlich. Genießen. Ehrlich. Okay. Na, er lehnt sich schon wieder auf dem Fenster, der sagt, wir sollen aussteigen. Ein anderer Teamkollege ist auch auf dem Weg hierhin anscheinend. Ja, bis da kann ich auch im Auto bleiben. Haben wir das Ding im Sack. Ja, du kriegst auch kleine Geldbelohnung dafür, dass du das jetzt überprüfst. Also derjenige, der es überprüft anscheinend. Ja, was meinst du, warum ich da so hinstürme? Du hast Kohle ohne Ende. Du kaufst dir die ganze Zeit ein. So, bin am Start. Richtig. Ja, also ich muss es ja wieder erwähnen, es ist der Vorteil des Abos. Also ich verdiene sehr viel mehr Geld mit jeder Mission. Da hier runter. Ah, hier drei tatsächlich eine Autobahn geübt, wa? Okay, da wurde glaube ich jemand auf uns angesetzt. Stand da eben, ne? Ich habe rote Schrift bedeutet das meistens. Wieso springe ich denn runter? Ist doch da oben. Geh mal rein, ja. Du bist schon da, ne? Ich bin schon da. Fanny, okay. Brauche ich auch ein bisschen Kleingeld. So. Okay, da gab es wieder was aufzusammeln, das habe ich. Weiter geht's. Ne, ich finde die Karre eigentlich echt ganz gut. Die ich da habe, besser als ich erwartet hätte. So, wir müssen wieder Sachen einsammeln. Und unsere Gegnerseite hat sich vergrößert. Ach, da ist noch einer zugekommen. Ich bin jetzt beim lilanen E, beziehungsweise. Okay. Ja. Und ich muss was ablegen, steht da? Ich glaube mir jemand ja, Taxi. Genau, das ist genau gegenüber von mir. Ach, ja, aber relativ weit weg. Einsammeln, du bist bei Einsammeln. Ich muss so ablegen. 237 Meter weit weg. Wo war denn hier der Durchgang? Da waren wir letztens schon mal hier. Hä? Das war genau dieselbe Etage, auf der ich gerade war. Ja, der Gegner fährt schon dahin, wo wir ablegen müssen. Ich habe ihn nämlich direkt vor mir. Mal gucken, ob ich ihn von der Straße putzen kann. Mann, ey, wo ist denn das scheiß Einsammeln-Ding da? Ey, ich finde das doch gerade hier nicht. Oh, scheiße! So, ich muss mich mal ein Stück in Deckung bringen. Hm. Jawohl, ich habe endlich diese Tasche gefunden hier. Das war Tasche ist gar keine Tasche. Eine Zange. Ich habe eine Zange eingesammelt. So, jetzt nähere ich mich auch dem Ablegepunkt. Die Gangster sind über mir. Ich renn mal. Ach, da ist auch noch einer. Mann, wie viele sind denn das hier? Nur bei mir ist es ziemlich ruhig, muss ich sagen. Ja, mich hat's erwischt. Drei Stück habe ich hier am Ablegepunkt. Hm, das ist ja ungünstig, weil da wollte ich auch gerade hin. Viel Spaß. Okay, das andere Mitglied aus unserem Team ist aber auch gerade auf dem Weg zu dir. Boah, ja. Hilft aber allerdings mit Game Over. Aber dafür haben wir noch einen schönen Stunt in meinem Bildschirm gesehen, an sich. Ja, wir haben auch wirklich immer Pech, dass wir immer wirklich diese Aufgaben erwischen, wo der Gegner schon weiß, wo wir hin müssen. Es ist selten, dass wir mal auf wen angesetzt werden. In der Tat. In der Tat, das kam uns jetzt sehr selten vor. Voilà. Ja. Oh, die zerballert schon wieder meine arme Karre. Ja. Ah, hier war noch so ein Sack, ey. Hab ich gar nicht gesehen. Liegt da schon wieder faul am Boden, der Fanny.
läuft ja noch nicht so richtig berauschend, aber sag ich mal so schön, kann ja nur schlimmer werden, ne? So. Ja, weiß ich manchmal gar nicht, ehrlich gesagt. Okay, ich sehe dich schon mal wieder hier. Ich näher mich dem Ablegepunkt. Sammelst du eh ein? Ich versuche einzusammeln, ja. Das habe ich ja eben schon aufgenommen. Boah, nein! Ja. Gut. So, eh habe ich eingesammelt. Ja, wunderbar, ich liege. Aber zum Ablegepunkt kommen ist so ein Problem, ne? Richtig. Ich werde mir jetzt der annehmen, hoffe ich. Du blöder Sack, warum verreckst du denn nicht? So, einen habe ich weggemacht. Ah, da kommt der nächste Wake, als ich nachlade. Schießt du auf ihn? Bist du das wenigstens? Ja. Sehr gut, dann sammeln wir gleich eh auf. Oh, und jetzt habe ich eine Granate dahin gepfeffert. Nochmal, um auch nochmal sicher zu gehen. Was mich wundert, ich habe neuerdings ein Einzelfeuer. Ich weiß gar nicht, ob das vorher schon so war. Hast du deine Waffe gewechselt? Oh, fuck! Mit einer lila Knarre auch noch. Der sieht ganz schön gay aus, der Kollege. Aber er hat mich weggenutzt. Mann, Mann, Mann. Wir liefern ja hier wieder was ab, ne? Na, einen mache ich weg, der nächste erledigt mich. Das ist ja so ein endloses Spielchen gerade. Einen schwarzen Anzugträger mit Lackschuhen und einer roten Armbinde habe ich umgenietet. Blonde Haare? Ja, habe ich nicht so drauf geachtet. Ich habe nur noch gerade für die Glocken gesehen. Ja. Ey, sag mal, kann man denn den Schussmodus ändern hier oder was? Was ist denn mit meiner Knarre los? Die hatte doch sonst. Ja, die Nummer ist eh verloren. Ja, das macht gar nichts. Wir haben 20 Minuten voll. Das war ja mal nicht wissen. So die pornöse Folge, aber egal. Wo bist du? Ah. Ich glaube, die Leute freuen sich, wenn wir auf die Fresse kriegen. Ja, dann wird das doch die Hammerfolge. Wir machen hier an der Stelle erstmal ein Päuschen, sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt, die Chaos Cops sind wieder unterwegs. Also, macht's gut, bis dahin. Leute, haut rein, bis die Nächte.